Servus! Wie kann ich im Alltag zu mehr Ruhe kommen? Da habe ich ganz einen interessanten Tipp für dich. Den kannst du sofort ausprobieren. Und der funktioniert wirklich. Bevor wir jetzt loslegen, wir sind da auf ca. 1900 Meter Seehöhe und wir haben da hinten ein traumhaftes Bergpanorama. Und im Feng Shui heißt es, das ist der große Drache, also eine extrem starke Energie. Eine extrem starke Energie ist es auf jeden Fall. Und wir haben einen jungen Freund da, der ist ca. 4, 5, 6 Meter hoch. Und den können wir wirklich an die Spitze greifen. Und das können sonst nur die Vögel. Die können da oben landen. Wir können das jetzt auch tun. Ist doch herrlich, oder? So, wie kann ich jetzt in die Ruhe finden? Und zwar im ganz normalen Alltagstreiben. Wenn wir unseren Tag durchgeplant haben und uns schon gedacht haben, so machen wir diesen Tag, ja genau, das machen wir so und dann das und um 5 Uhr das und ja, dann kommt ja genau, okay. Jetzt kommt aber was dazwischen. Es fällt was aus. Also es ergibt sich Freiraum von 1, 2, 3 oder 4 Stunden. Ein ungeplanter Freiraum. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber bei mir ist es oft so, dass der Kopf, die Ratio, sofort reflexartig eine Idee hat, wie sie jetzt diesen Freizeitraum, diesen Freiraum füllt mit etwas. Wo sich der Kopf denkt, okay, das mache ich dann genau da, das passt super. Aber jetzt wäre die Übung, diesen Freiraum nicht zu füllen, freizulassen und sich einfach einmal einlassen auf diesen Freiraum. Und einfach tun, was man dem Moment gerade tun oder nicht tun möchte. Einfach diese geschenkte Freizeit annehmen und nutzen und nicht füllen. Einfach nur sein, da sein und aufs Gefühl hören, aufs Gefühl horchen und schauen, wie das so ist. Und meistens ergeben sich nachher da Sachen, da hättest du nie gedacht, dass du da drauf kommst. Das muss man probieren, das muss man mal üben. Aber das ist wirklich ein ganz interessanter Tipp. Wenn sich Freiraum ergibt, und der ergibt sich ziemlich oft, nachher diesen Freiraum einfach freilassen. Das ist eine super Gelegenheit, um runterzukommen, runterzufahren, da zu sein. Und nicht reflexartig sofort wieder diesen Freiraum zu füllen. Ich wünsche dir, dass du es probierst. Der Alltag bringt die Übung. Ich verabschiede mich da von diesem Panorama von den Tiroler Bergen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vierti, Servus, mach's gut.